Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge CSGO Overwatch mit mir, dem Aqualords. Wir sind gerade auf der Aufwärmphase auf Cage. Und ja, also Aufwärmphasen sind immer so, finde ich, eine Sache. Unser Verdächtiger hat jetzt 5 Kills, aber das sagt grundsätzlich in der Aufwärmphase noch nichts aus. Hat jetzt hier auch schon 2-3 Mal verschossen, hat versucht 3-4 Mal jetzt schon durch die Wand zu aimen. Ja, dürfte über keine Skins verfügen. Also das sehen wir hier jetzt schon einmal. Wie gesagt, also mir persönlich wird sehr gut taugen noch, wenn man im Overwatch selbst sieht, ist das ein Prime-Spiel oder ist das kein Prime-Spiel. Er dürfte hier, entweder er weiß wirklich haargenau, wo man bei der Map durchschießen kann, oder wir haben hier wirklich einen Vision Assist mit am Start. Okay, okay, dreimal Scopeless Headshot, das ist normalerweise mit einer Scout oder einer AWP nicht wirklich möglich, aber gut, also es könnte hier natürlich um, okay, generell finde ich, also ist diese Aufwärmphase sehr, sehr komisch. Also hier wird wirklich durch die Wand gepratzt, was das Zeug hält. Also grundsätzlich gibt es ja auch wirklich gute Scout-Spieler. Hier auch 3-4 Mal richtig schön auf dem Köpfchen. Aber gut, lassen wir jetzt uns mal überraschen. Jetzt geht's los. Also Deagle-Skin hat er keinen. Er hat keinen Scout-Skin. Und er hat auch keinen Glock-Skin. Steht jetzt hier auch länger noch am Start herum, also vielleicht wird auch noch etwas am Cheat eingestellt. Lassen wir uns da mal überraschen. Ich denke und nehme an, ja, also so wie es aussieht, war er auch nicht im Game, sondern aus draußen. Das hat dann der eine Flick hier auch gezeigt. Gut, und jetzt werden wir auf jeden Fall mal sehen. Vielleicht wird es wirklich eine ganz krasse One-Shot-Action jetzt von ihm. Oh, oh, das ist, fängt schon mal gut an. Also da könnte wirklich ein Headshot-Feuerwerk auf uns hatte zukommen. Und ja, also das war auch sehr, sehr schön am Köpfchen. Er weiß auch haargenau, dass hier einer steht. Bin da jetzt auf jeden Fall gespannt, was hier wirklich noch alles auf uns zukommt. Auch hier wieder die Shots gut gesetzt, zwar keine Headshots, aber trotzdem gut gesetzt, hier jetzt durch die Wand geaimt. Okay, vielleicht ist hier auch nur ein Wallhack mit am Start und kein Aimbot. Könnte natürlich auch der Fall sein. Jetzt da hat er bis jetzt schon einmal 3 Kills, geht gegen einen letzten One-on-One und ich schätze einmal, ja, dass er das macht. Gut, also da dürfte vielleicht sogar nur ein Vision Assist dabei sein. Aber lassen wir uns jetzt mal überraschen, ob jetzt wieder AFK steht. Vielleicht wird nochmal was nachjustiert oder nicht. Wird etwas gekauft? Nein, es wurde nichts gekauft. Also er spielt weiterhin nur mit der Deagle. Bunnyhop-Script gehe ich davon aus, dass er sowas auch haben wird. Und ja, also hier wird wirklich dreistest durch die Ecken schon geschaut. Das war richtig ein Pre-Aim und so gut konnte man die Steps nicht hören, dass man den dann gleich so direkt gut anvisiert. Glaube aber trotzdem, und ich scheine da, und besser gesagt, ich hoffe, dass ich mich hier nicht irre, dass hier kein Aimlock dabei ist. Aber ein Cheat wird es sicherlich werden, also das gehe ich einmal davon aus, das war schon zu gut in die Ecken geaimt und jetzt müsste er nicht gleich nach links schauen. Ich meine, vielleicht probiert er jetzt noch ein bisschen legit das abzuaimen, weiß aber sicher, dass hier schon der Gegner steht. Vielleicht hat er es auch seinem eigenen Team angesagt, dass es nicht so auffällt, aber gut. Na, schauen wir jetzt auf jeden Fall einmal mit Waffe, wie es ihm da jetzt so gehen wird. Und was er hier uns jetzt zeigen wird. Ja, er dürfte gewusst haben, dass hier einer steht. Also da auch die Shots sehr flott gesetzt. Also ich weiß jetzt nicht wirklich, ob man die so spielen könnte. Ohne einen Vision Assist. Ich werde mal spaßhalber, das muss ich jetzt wirklich sagen, ich werde jetzt in der nächsten Runde
spaßhalber dann mal wirklich die Models abdrehen, ja. Und werden wir da jetzt wirklich eine Runde anschauen, wie er es wirklich sieht und ob man da selbst das wirklich so gleich sehen würde. Gut, die Models habe ich jetzt einmal abgeschalten und jetzt lassen wir uns da mal überraschen, also wie er das selbst sieht. Das war ja, das war schon sehr, sehr hart an der Grenze des Machbaren. Ohne Vision, es ist okay, jetzt hat ihm mal einer geschnappt. Gut, machen wir das ganze Spielchen noch einmal, weil mich das wirklich interessieren würde, ob man das genauso schnell wie er auch sehen würde. Bunnyhop Script hat, ja, also Leute, ein Bunnyhop Script dabei und er bleibt an der Tür hängen. Ich meine, ganz ehrlich, kann es sowas geben? Ich frage mich jetzt wirklich mal, wenn man schon ein Bunnyhop Script hat, dann bitte sollte man es auch benutzen können. So, einmal abgedreht, jetzt schauen wir mal, ob... Wow, Leute, habt ihr das jetzt gesehen? Also ich meine, ich habe jetzt leider Gottes das Model ausgeschalten gehabt, aber das war wirklich derbe. Das war wirklich derbe. Und den nächsten gleich, noch einmal oben drauf. Also hier merkt man schon, da ist ein Vision Assist ganz klar am Start. Und ja, ich hoffe, es handelt sich dieses Mal wieder nicht um ein Prime-Spiel, weil das ja, ist schon meiner Meinung nach harter Cheat-Umfug, der hier betrieben wird. Ja, ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir mal in den Kommentaren hineinschreibt, wie ihr derzeit die Situation bei den Prime-Spielen selber seht. Also findet ihr, dass hier jetzt weniger Cheater schon am Start sind? Also ich glaube, es sind ja jetzt schon 2 Monate her oder so, seitdem wir CSGO Free-to-Play haben. Und auch im Dezember hatten wir ja eine relativ große Bannrate, ich glaube von 600.000 Accounts oder sowas, was Valve da geschrieben hat. Also da war auf jeden Fall sehr, sehr viel im Einsatz und ich gehe auch hier von aus, dass es sich da um ein Spiel handelt von nicht Prime. Und ja, also schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr jetzt vom Prime-Spiel haltet. Ob ihr da sagt, nein, hier sind weniger Cheater unterwegs. Oder ihr sagt, nein, es sind doch immer gleich viele wie früher unterwegs. Meine Meinung habe ich euch, glaube ich, schon einmal gesagt, aber ich sage es euch gern noch einmal, für die, die vielleicht die anderen Videos noch nicht gesehen haben. Also ich bin der Meinung, dass es sich jetzt schon verbessert hat. Also kurz nachdem das Free-to-Play entstanden ist und wirklich alle auf Prime umgemodelt wurden, besser gesagt, da gab es dann auf einmal wirklich eine sehr, sehr derbe Welle, wo ich selbst auch einmal kurz dran war, dass ich dann nachher sage, nein, ich möchte grundsätzlich nicht mehr CSGO spielen. Dann habe ich mir auch noch ein paar andere YouTuber angeschaut, die genauso Overwatchers machen und die haben auch gesagt, ja, es ist derzeit wirklich sehr, sehr arg am Laufen, aber sie gehen davon aus, dass wenn jetzt einmal diese Bannwelle durch ist, dass das Prime-Spiel wieder um einiges attraktiver wird. Und diese Meinung habe ich eigentlich auch vertreten. Und ich finde auch, dass es jetzt besser wurde. Ah, wieder traumhaft im Köpfchen. Also, ja, zu ihm kann man wenig sagen. Also, Vision Assist fix dabei. Und ja, bitte schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr jetzt davon haltet. Würde mich da auf jeden Fall darüber sehr freuen. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, würde ich mich auch über ein Abo freuen. Wie gesagt, also bis zum Sommer möchte ich auf jeden Fall die 100 Abonnenten mal durchbrechen und würde mich auch freuen, wenn ihr vielleicht hier auch ein klein wenig Werbung im Freundeskreis machen kann für Leute, die CSGO begeistert sind, dass sie vielleicht hier auch auf diesen Kanal kommen und diesen abonnieren. Ja, so kann ich euch jetzt nur noch einen schönen Tag wünschen. Hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin, Baba, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.